Okay, okay, Freunde. Nach 6 Monaten ist es soweit. Heute gibt es den nächsten Part von Venom vs. Carnage. Deswegen schaut euch das Video heute unbedingt bis zum Ende an. Aber warte mal, zuvor wollte ich noch irgendwas sagen, glaube ich. Schnell like und abonniere diesen Kanal innerhalb der nächsten 5 Sekunden. Ansonsten kommt heute Abend dieser Cracky Venom. Und wird dich aufessen. Aber Freunde, ihr kennt mich, weil ich so ein fetter Ehrenmann bin, grüße ich auch heute wieder 3 aktive Zuschauer, die im letzten Video das Quiz richtig hatten. Heute ist der liebe Zitrone-Zulage, der liebe Luca-CR7 und der liebe The Dark Champ. Freunde, falls auch ihr im nächsten Video gegrüßt werden möchtet, dann lasst es unbedingt ein Like da, abonniert diesen Kanal hier und aktiviert unbedingt die Glocke und beantwortet jetzt das folgende Quiz unbedingt richtig. Welcher dieser Skins ist Eddie Brock? Ist es Antwort A, dieser Venom-Skin hier ist Eddie Brock eigentlich? Ist es Antwort B, diese Entwicklung hier ist die zweite Form vom Eddie Brock-Skin? Ist es Antwort C, das hier ist Eddie Brocks zweite Stilform? Oder ist es Antwort D, das hier ist Eddie Brocks zweite Stilform? Falls ihr die richtige Antwort wisst, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare rein. Und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Video. Und das mache ich mit allen Hatern, Digga. Bam, 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 Digga. Junge, nerv mich nicht, nerv mich nicht. Und Freunde, Creator Code Reloxy 2.0 im Itemshop eintragen, ansonsten seid ihr gay. Oh Mann, da vorne ist er ja. Olaf, Mann, ist das dein Ernst? Du hast echt eine Carnage-Armee aufgebaut und tötest jetzt die ganze Stadt. Ich dachte, wir sind Freunde, Mann. Ganz genau, ich habe mir eine Carnage Armee aufgebaut, um dich zu zerstören, um diese Stadt zu zerstören, um die Weltherrschaft an mich zu reißen. Warum machst du das? Ich dachte, wir waren Freunde, Mann. Du erinnerst dich nicht mehr an die schönen Zeiten, oder was? Du hast recht, wir waren Freunde. Aber ich hab da keinen Bock mehr drauf. Also möchtest du echt kämpfen? Denkst du echt, du hättest eine Chance gegen mich? Du hast mich in diese eine Regenerationskammer reingetunkt bei diesem einen komischen Professor. Und jetzt bin ich eine pure Bestie. Das siehst du doch genauso, oder nicht? So ein Idiot. Wie wär's, wenn du mal da hochgehst, oder? Olaf, Mann, was hat es damit auf sich? Was meinst du, Bro? Ach, Oxy, denkst du wirklich, dass wir Freunde sind? Ja. Falsch gedacht. Olaf, Mann, was hat es hier mit auf sich? Was meinst du? Warum sind hier ganz viele Carnages? Warum greifen die uns nicht an? Was ist hier passiert mit meiner Abwesenheit? Ach, Oxy, es wäre am besten jetzt für dich, wenn du jetzt da in dieses Glas hüpfst. Sonst kann es sehr schlimm für dich enden. Man sieht dich doch gar nicht mehr. Na, wo bist du denn? Wo bist du denn? Na, jetzt weißt du, wie man sich fühlt, wenn man da drin eingesperrt ist, keine Luft mehr bekommt. Hä? Wie fühlt sich's an? Tötet ihn. Ja. Ja. Tötet ihn. Ja. Nein, greift ihn nicht. Greift ihn an. Ah, genau so. Tut es. Ja. Lass mich raus, Mann. Lass mich schon hier raus, Mann. Lass mich hier raus. Aha, das ist ja seine richtige Kraft. Dann werden wir noch mal eine Stufe höher fahren. Nein, nein, nein. Dann fahren wir auf Stufe 3 hoch. Nein, 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 bitte. Sie müssen das nicht tun, Mann. Nein. Was geht denn da? Oh, Scheiße. Er hat die Glasscheibe durchbrochen. Oh, Scheiße. Jetzt werde ich dir das antun, was du mir angetan hast. Und danach werde ich Olaf zurückholen. Oh, Scheiße. Hilfe. Ah. Und jetzt werde ich mir Olaf holen. Du hast recht. Du bist eine Bestie. Diese Bestie werde ich zerstören. Mich wirst du zerstören? Du bist ja eigentlich die einzige Bestie. Ich meine, du bist mit deinen 3 Carnages oder wie viele? Du hattest ganz viele Carnages, bist du durch die ganze Stadt und hast lauter Menschen getötet. Ich meine, nicht mal die Polizei traut sich mehr hier hinzukommen. Und du bist der Nächste, den ich töten werde. Ich bin der Nächste, den du töten wirst. Das denkst auch nur du. Ich werde jetzt in meine Endform gehen. Na komm doch her! Ganz ehrlich, Mann, ich werde dich sowas von besiegen. Macht euch bereit für den Kampf. Also möchtest du echt gegen mich kämpfen oder was? An diesem epischen Ort hier möchtest du also den Endkampf austragen? Genau. Angriff! Oh Mann, ich werde dich sowas von besiegen, komm her, Mann. Oh. Ah. Wir müssen ihn flankieren. Nee, lass einfach drauf da. Ah, Mann. Oh Mann, wie hat er das so schnell gemacht? Ich muss schnell ausweichen, der greift mich an. Ich übernehme den. Oh Mann, schnell. Komm her. Ah. Oh Mann, schnell hier hoch. Mann, Mann, Mann. Was war das für ein heftiger Schlag? Komm schon, du Lusche. Steh auf und zeig sie, wer du bist. Das ist nur ein Venom-Schlag. Aber Meister, er ist viel zu stark. Steh auf. Gib einfach auf, Mann. Ah. Oh Mann, ich habe euch doch gesagt, ich bin stärker als ihr. Und jetzt, Olaf, komm bitte zu dir ein. Deiner Männer habe ich schon, beziehungsweise einer deiner Carnages. Jetzt, es bringt dir nichts mehr, ja? Die Symbionten bringen dir nichts. Denkst du wirklich, alle sind so schwach wie er? Oh Mann, die wollen es also auch sehen, hä? Ah, oh Mann, den habe ich leider nicht getroffen. Schnell Rückzug. Ich habe gedacht, du bist der Stärkste. Warum rennst du denn weg? Oh Mann, das nennt man auch taktischen Rückzug. Na los, und jetzt werde ich euch sowas von bekommen. Ah. 2 gegen 1, das wirst du verlieren, Mann. Und wie ich das gewinnen werde, Mann. Na los, na los, na los, na los, musst du unbedingt bekommen. Oh Mann, ah Mann, die haben mir so viel Hits gegeben. Ich muss jetzt meinen Rückzug antreten. Voll. Oh, na los, ich muss weiter, ich muss weiter, ich muss weiter. Ich würde sagen, hier hoch. Zack, zack, zack. Und jetzt. Na los, weiter geht's. Oh Mann, er kommt direkt auf mich zugelaufen. Verteidigt mich, Mann. Ah. Oh Mann, ey, ich hab dir gesagt, red nicht mit mir an. Wollt ihr immer noch mehr oder was? Meister, wir sind doch alle Symbionten. Warum sollen wir
gegeneinander kämpfen. Oh Mann, ich versteh's auch nicht. Warum willst du gegen mich kämpfen? Na los, sag schon den wahren Grund. War's wegen Lena damals? Ganz genau, Oxy. Ganz genau. Wegen Lena, aber das ist Geschichte. Warte mal, echt jetzt? Nein, Mann, völliger Quatsch, als ob mich ein Mädchen jucken würde. Weil du mich angegriffen hast, Oxy. Ey, warte doch jetzt mal, aber ich hatte doch gar keine Kontrolle über mich. Egal! Ich weiß es jetzt, wie man ihn kontrolliert. Dann komm her, Mann. Ah, ah. Na los, nimm das, Mann. Schmetterer des Todes. Oh, warte mal. Ah. Hier kriegst du noch einen. Oh Mann, verdammt. Ausweichen. Ah. Oh Mann, denk nicht, dass du mit dem Schlag irgendwas machen kannst. Den hab ich dir beigebracht. Schau her. Ja. Bam. Ich hab dir doch gesagt, damit kannst du nicht so viel austragen. Meister, ich rette dich. Und jetzt werde ich dich besiegen. Komm her. Oh Mann, ey. Ich bin Venom, Mann. Denk nicht, dass du hier mit irgendeinem gewöhnlichen Menschen redest. Ich hab dir gesagt, wir waren Freunde. Aber wenn du so spielen willst, dann werde ich dich jetzt halt töten müssen, Olaf. Renn nicht weg, greif an, Mann! Ich hab Angst, Mann. Trau dich schon, komm her. Schlag ihn doch jetzt einfach. Eine Mopf-Sorbation. Greif mich schon wieder an. Ah, oh Mann, was ist das? Wieso kann ich mich nicht mehr bewegen? Was hat der bitte gemacht? Endlich, es hat mal geklappt. Endlich hat das einer mal gescheit hinbekommen. Oh Mann, wieso kann ich mich nicht bewegen? Verdammt nochmal. Nein, nein, er kommt auf mich zu. Hör zu, Olaf, Mann. Ich hab mit dir noch nicht abgeschlossen. Vertrau mir, egal was du jetzt machen wirst. Ich werde hier rauskommen. Und wenn ich hier rauskomme, werde ich dich töten, Mann. Ich werde jetzt deine Kraft absolvieren. Das wirst du nicht schaffen. Es wird viel zu viel Kraft. Dann hör auf damit. Du wirst damit. Ah, Mann, du wirst damit selber töten. Nimm ihm die ganze Kraft weg. Oh Mann, verdammt, hör auf damit, die Kraft kannst du nicht austragen, das kannst du gar nicht aushalten, Mann, das ist viel zu viel für dich. Ach ja, das wirst du schon sehen, ob es zu viel ist. Verwandlung! Ah, oh Mann, was ist nur mit dir passiert? Wieso siehst du auf einmal so aus? Ah, oh Mann. Ja, gib mir deine ganze Kraft. Meister, was passiert nur mit dir? Venoms Kraft habe ich schon mal, jetzt brauche ich doch deine Carnage. Warte, was meinst du? Ah, er hat mir meine ganze Kraft genommen. Oh Mann, ich kann nicht mehr. Warte mal. Und jetzt nimmt er noch seinem eigenen Kameraden die Kraft. Olaf, was ist nur mit dir? Lass mich los. Deine ganze Kraft gehört mir. Oh Mann, hör nicht auf damit, Olaf. Es bringt dir noch nichts, wenn du seine ganze Kraft nimmst. Schau mal, seine Hand. Du hast ihn echt getötet. Oh, Olaf, was ist nur mit dir? Ich will die Weltherrschaft. Wenn ich diese blonden Kraft habe, dann werde ich das erreichen und werde jede Armee zerstückeln. Jede Armee zerstückeln? Und was bringt dir das, wenn du die ganze Kraft hast? Du hast mir meine ganze Kraft mit deinem fiesen Trick genommen und du hast deinen eigenen Kameraden getötet. Ist das etwa die Art, Liebe zu zeigen? Okay, Oxy. Das war's dann mit dir. Oh Mann, Oxy Brock, wirst du echt so enden? Du wolltest doch eigentlich nur immer das Gute. Das kann doch nicht sein, Mann. Ich darf einfach nicht sterben. Ich darf einfach nicht sterben. Hör zu, wir können... Nein, Ich habe ihn! Oh Mann, das kann doch nicht sein. Oh, warte mal, was ist das für ein Gefühl? Was ist das, Mann? Ich habe immer noch genug Kraft. Warte, was? Er hat immer noch genug Kraft, um sich zu verwandeln? Oh Mann, du hast wohl vergessen, dass mich heftiger Schmerz immer stärker macht. Und ich bin zwar nicht in meiner Endform, aber ich habe immer noch eine Chance. Oh Mann! Auch wenn du dich verwandeln kannst, es wird dir nichts bringen. Schau mich an, Oxy. Schau mich an. Das, was ich sehe, ist eine armselige Katze. Mehr ne... Oxy, ich würde sagen, schau mal lieber hinter dir. Oh Mann, wie hat er das so schnell gemacht? Hast du dich etwa gerade teleportiert? Wie hast du das bitte gemacht, Mann? Halt die Schnauze! Du bist außer Gefecht und jetzt werde ich die ganze Stadt zerstören. Oh Mann, Olaf, das darfst du nicht tun, Mann. Lass die Menschen hier in Frieden. Nein, 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 ich kann nicht mehr. Ich bin so müde. Okay, perfekt. Oxy müsste erledigt sein. Dieses Haus habe ich schon mal zerstört. Gehen wir schon mal zum nächsten Haus. Da vorne, das sieht doch wunderschön aus zum Zerstören. Wie kann ich das machen? Ich würde sagen, ich will jetzt einfach in die Luft jagen. Oh, warte mal, ich höre doch da Menschenstimmen. Ich hasse Menschen. So, mein Sohn, was möchtest du essen? Mama, ich möchte gerne Pommes haben. Na klar, mein Sohn, mache ich dir sofort. Mann, diese Menschen, ich hasse sie. Ich muss sie töten. Mama, ich mag dich zu sehr. Ich dich auch, mein Sohn. Hier, ich habe noch einen Apfel für dich. Jetzt werde ich das Haus in die Luft jagen. Meine Macht ist so unglaublich stark. Keiner würde eine Chance gegen mich haben. Ich würde jeden zerstören. Ja, alles geht kaputt. Ja! Welches Haus zerstöre ich als nächstes? Das sieht doch gut aus. Schauen wir mal rein, wer da drin ist. Moin Steffen, heute gibt's echt wenig Dienste, ne? Langweiliger Tag? Da kann ich euch ganz einfach helfen. Wie wär's damit? Na, wie geht's euch? Was ist das denn jetzt? Wir sind leider ins Falschhaus reingegangen. Sie sind hier bei der Polizei. Nehmen Sie bitte die Hände hoch. Ich soll die Hände hochnehmen? Ach, wie wär's, wenn ich euch die Hände breche? Werdet sterben! Ja! Oh Mann, mein Kopf tut so weh. Warte mal, Carnage! Warte mal, was, willst du weiter kämpfen oder was? Ist das echt dein Ernst? Ich will dir helfen.
Warte mal, wie, du willst mir helfen? Wie meinst du das? Nimm meine Kraft, um ihn aufzuhalten. Warte mal, ich soll deine Kraft nehmen, um ihn aufzuhalten, aber wenn ich jetzt deine Kraft nehme, dann wirst du sterben und die Symbiontenarmee hier ist komplett vorbei, dann lebt nur noch ich. Ich bin der letzte Kampf. Vielleicht ist es besser so. Na gut, wenn du meinst, aber hör mir zu. Nimm meine Kraft. Ah, oh Mann, danke dir, aber was wird denn aus dir jetzt? Mach dir um mich keine Sorgen. Und jetzt? Halt ihn auf. Alles klar, Mann, ich werde mein Bestes geben. Na los, wo bist du, Olaf? Wo bist du, Mann? Ich hab die ganze Stadt zerstört. Und Oxy Brock, der Dumme, der kann mir gar nichts mehr tun. Oh Mann, das denkst auch nur du. Von wo kommst du denn jetzt? Zack. Oh Mann, ganz ehrlich, Olaf, du hast vielleicht genug Kraft, aber ich hab jetzt auch wieder Kraft. Ich kann dich auf jeden Fall jetzt bekämpfen. Bist du dir ganz sicher? Ja, na klar bin ich mir sicher. Dafür musst du aber noch ein bisschen trainieren, oder nicht? Nein, muss ich nicht. Sicher? Sicher. Und jetzt komm her, Mann.